diesem Video geht es um so einen HMS-Steckverbinder. Wir werden diesen auf eine Gummileitung einmal aufbringen und wie das Ganze geht, zeige ich dir jetzt. Den HMS-Steckverbinder benötigst du, um ein AC-Kabel in ein AC-N-Kabel zu verwandeln, das die Verbindung zwischen dem Ende des AC-Trunk-Kabels und dem Direktanschluss ohne Schuko-Stecker vervollständigt. In einem meiner letzten Videos, bei dem ich mein Balkonkraftwerk von 800 auf 1680 Watt aufgerüstet habe, habe ich genau dieses AC-N-Kabel benötigt. Wenn dich dieses Video interessieren sollte, dann schau doch mal unten in der Videobeschreibung nach. Hier habe ich dir das Video einmal verlinkt. Um den Steckverbinder aufbringen zu können, sollte mindestens ein Leitungs- bzw. Kabel-Außendurchmesser von 13 mm verwendet werden. Denn die Kabelverschraubung, die gleichzeitig auch die Zugentlastung und Abdichtung ist, wurde für mindestens 3x4 Quadratleitungen ausgelegt. Hierzu verwende ich eine feindrähtige Gummileitung mit der Bezeichnung H07RN-F3G4. Der HMS-Steckverbinder besteht aus einer Mutter, einem Druckring, einem Drahthalter, einem Grundkörper und drei Anschlussstiften. Als erstes werden wir jetzt mit einem geeigneten Abisolierwerkzeug ca. 40 mm Kabelmantel entmanteln. Als nächsten Arbeitsschritt wird die Mutter und der Druckring samt Klemmring auf die Leitung aufgeschoben. Jetzt können alle drei Leiter abisoliert werden. Mit einer Abisolierzange werden dann 6 bis 7 mm des Leiters freigelegt. Bei Bedarf mess einfach nochmals nach und korrigiere, wenn der Leiter zu weit abisoliert ist oder zu wenig. Hier habe ich jetzt eine Zange, die verschiedene Kabelquerschnitte krimpen kann. Und zwar von 2,5 bis 6 Quadrat. Wir nehmen jetzt einen Anschlussstift und legen diesen genau so in die Zangenöffnung, wo 4 Quadrat steht. Drücken dann die Zange zu, damit der Anschlussstift verklemmt ist und führen dann den ersten abisolierten Leiter ein, und zwar bis zur Isolierung. Achte aber darauf, dass alle Litzen sich in dieser Öffnung befinden und nicht seitlich irgendwo abstehen. Und jetzt drücken wir die Zange zu, bis diese komplett geschlossen ist. So sieht dann das fertig verkrimmte Ergebnis aus. Bei den anderen zwei Leitern machen wir das dann ebenso. Sind alle drei aufgekrimmt, nehmen wir den Drahthalter. Achte hier unbedingt darauf, wo welcher Leiter mit Anschlussstift eingeschoben werden muss. Denn das ist nicht egal. Diese werden dann so weit eingesteckt, bis es hörbar Klick macht. Die Widerhaken am Anschlussstift rasten dann in einer Verjüngung ein. Jetzt muss das Ganze in den Grundkörper eingesteckt werden, bis wieder ein Klickgeräusch zu hören ist. Der Klemmring samt Druckring wird dann mit der Mutter festgeschraubt. Du kannst es von Hand kräftig zuziehen oder verwendest dazu ein HMS-Trennwerkzeug. Und fertig ist das AC-N-Kabel. Dann sind wir aber auch schon wieder am Ende mit diesem Video. Wenn dir mein Video helfen konnte oder in irgendeiner Weise gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da, abonniere und teile meinen Kanal und sei auch das nächste Mal wieder dabei. Ich sag tschüss, bis bald, dein Tobias.